Gott in die Ehre zu geben und seine Schöpfung sind, ist ein Riesenprivileg. Wir sind nicht nur für uns selber geschaffen, dass wir für uns selber als eigene Götter leben. Für mich ist das Thema Anbetung und Lobpreis ein ganz wichtiges Schlüsselthema. Wenn wir Gott anbeten, ihm die Ehre geben, verändert sich unser Umfeld. Wir werden noch einsteigen, wieso, was macht Gott, braucht Gott unsere Anbetung überhaupt? Er weiß doch sowieso alles. Ich möchte euch willkommen heißen, mit mir zu entdecken, was es bedeutet, Anbetung öffnet den Himmel und als geistliche Waffe. Ich möchte dich ermutigen, mit mir einen Psalm aufzuschlagen, im Psalm 100. Wenn ihr eine Bibel habt oder auf dem Smartphone, Tablet, holt es raus, lasst uns das gemeinsam lesen. Der Psalm beginnt: Jubelt Jahwe zu, ihr Völker der Erde! Dient ihm voller Freude. Kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern. Erkennt, dass Jahwe allein Gott ist. Er hat uns geschaffen. Wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte seine Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Betretet die Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn und rühmt seinen Namen. Denn Jahwe ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Amen. Habt ihr die Eritreisch gefunden? Psalm 100? Amen. Halleluja. Jubelt den Herrn. Wir wollen sehen in diesem Psalm, was das genau bedeutet. Stellt euch den Psalmist vor, wie er mit einem riesengroßen Freude zum Tempel kommt. Der Tempel war damals der Ort der Gegenwart Gottes. Er kam durch die Stadtmauer, ging zum äußeren Tempelbezirk. Er geht durch das Tor oben hinein und sieht den majestätischen Tempel. Der Psalmist jubelt! Wow, endlich angekommen! Aber Sandersubar, es ist eine tiefe Freude. Viele dieser Leute kamen von weit her. Und sie sahen endlich das Ende ihrer Reise, die Gegenwart Gottes. Im Hebräischen heißt Anbetung Sacha oder im Griechischen Proskyneo. Es heißt so viel wie niederstürzen auf den Boden und die Person huldigen, küssen sogar. Es kommt auch aus dem Bereich der Heiden, wo Götzen geküsst wurden. Was für ein Verlangen dieser Psalmist hat, Gott zu küssen, im übertragenen Sinn, ihm zu begegnen und ihn zu erfahren.
Und mit dieser Ergriffenheit im Herzen singt er diesen Psalm, und jetzt heißt sie: Jubel dem Herrn, kommt zu ihm mit Freude und gib einen Dank. Das Kennen von Gottes Gegenwart ist eines der intimsten und wichtigsten Dinge, die dieser Psalmist verstanden hat. Nicht nur Schafe opfern, Schlachtopfer, um Gott sein Teil zu geben, Gott begegnen. Ich möchte euch vier Gründe im nächsten aufzeigen, wieso die Anbetung und Lobpreis Gottes etwas ist, was ein Privileg ist, was ein Vorrecht ist. Der erste Aufforderung, ihr seht hier, dient ihm voller Freude, kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern. Dient ihm voller Freude. Gott, unabhängig von den Umständen zu begegnen, ihm zu kennen, ihm anzubeten, löst etwas aus. Die Gegenwart Gottes kommt um sich herum, kommt in seine Lebensumstände hinein. Und sie löst Freude aus. Sie löst Danksagen aus. Gottes Gegenwart verändert das Herz. Ich möchte euch mitnehmen, eine ganz interessante Pathologin, Neurowissenschaftlerin, Dr. Leaf, hat zu diesem Thema was ganz Interessantes gesagt. Dr. Leaf, sie hat ein Buch geschrieben, Switch on your brain oder Schalt dein Hirn ein. Sie schreibt als Neurologin folgende interessante Tatsachen über unseres Denken. Sie schreibt, ein Gedanke ist eine elektromagnetische Schwingung. Und jeder Gedanke ist unmittelbar mit Emotionen verknüpft. Ich kann nicht einfach denken ohne meine Gefühle. Wenn eine Person sehr depressiv ist, sehr negativ denkt, oft negativ denkt, hat das auch Auswirkungen auf die Gedanken. Jeder Gedanke wird sogenannt als eine Hirnzelle abgespeichert und wird in Form von solchen Verästelungen, solchen kleinen Gedankenbäumchen abgespeichert. Personen, die oft negativ, schlecht oder kritisch denken, haben viele dieser kleinen Nervenbäumchen, kleine Verbindungen. Diese Nervenverbindungen sind klein, das bedeutet, dass solche Personen oft wenig sprechen oder oft auch ein kleines Beziehungsnetz haben, nicht viele Freunde haben. Andererseits hat sie in diesem Buch geschrieben, jemand, der von Freude erfüllt ist, der viele positive Gedanken hat, hat große Nervenbäumchen in seinem Hirn. Das heißt, diese positive Gedankenvernetzungen lösen schlussendlich im ganzen Körper Freude, Kraft
Gesundheit und Wohlergehen aus. Andererseits die Person mit den vielen negativen Gedanken, weil die Verästelungen klein sind, kommen sogar Giftstoffe in den Körper hinein. Und häufig merkt man es auch bei depressiven oder belasteten Personen, dass sie oft auch krank sind, dass sie oft anfälliger sind als gesunde Menschen. Das heißt, der Aufruf vom Psalmist dient ihm voll Freude als Aufforderung, ist nicht so, ja, eine schöne Option. Was dahinter steckt, ist, wenn wir Gott begegnen und von uns wegschauen können, nämlich seine Eigenschaften, seine Wunder, sein Wunderwirken anschauen, dürfen wir Freude umsonst nehmen. Das heißt, unser Denken ist nicht einfach, ja, das denkt man einfach so, sondern ist so wichtig in unserem Körper, in unserer Gesundheit und endlich in unserer Lebensausstrahlung verboten. Zusammengefasst, der Vater im Himmel lebt uns gemäß Johannes wie ein, den Gott, den Vater in Geist und Wahrheit anzubeten. Wenn wir Gott begegnen, verändert sich auch unser Denken und unsere Einstellung zu den Umständen. Der zweite Punkt, warum Anbetung sehr sinnvoll ist, ist in Vers 3. Erkennt, dass der Herr, dass Jahwe allein Gott ist. Wisst ihr, jeder von uns hat ein Verlangen, etwas Höheres anzubeten. Gott im Himmel lädt uns ein, den wahren Schöpfer, den einzigen Gott anzubeten. Wir können auch andere Dinge anbeten. Wir können zum Beispiel Götter wie Shiva, wie Buddha, wie andere Götter anbeten, wie Götze anbeten. Wir können auch andere Götter, die versteckter sind, anbeten, den Kapitalismus, das Geld. Oder vielleicht Egoismus, ich bin selber mein eigener Gott. Das Trügerische, wenn wir die Götzen anbeten oder wenn wir andere Dinge anbeten, sie haben kein Leben in sich. Wenn ich Geld anbete, geht es mir nur gut, wenn ich viel Geld habe. Wenn ich mich selber anbete, geht es mir nur gut, wenn ich gut geschminkt, wenn ich gut drauf bin, wenn ich in einer guten Lebensphase bin. Die Anbetung von Götzen führt schlussendlich in die Bindung, in die Versklavung. Aber Gott lädt uns ein, er kennt das Ja und der einzige Gott ist, dass er umsonst, ohne Bedingung, dass er Freude und Gnade für uns bereit hat. Und
Das ist das Wesen unseres Vaters im Himmel, uns zu beschenken, weil er nichts braucht. Gott muss sich nicht beweisen, wie gut ich bin. Er weiß um seine Allmacht. Gott sitzt auf dem großen Thron und sagt, oh, endlich bete mich die Leute an. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet drauf. Wenn wir Gott anbeten, in guten wie in schlechten Zeiten, dann ist es wegen uns, wenn wir verändert werden. Die große Ermutigung und der Anbetung und Lobpreis geht es nicht darum, dass wir erstmal Musiker werden müssen. Es geht um einen Lebensstil, dass ich offen bin, dass ich mit meiner Stimme, die Gott mir gegeben hat, ihm dankbar bin. Lass uns zum dritten Grund gehen, warum Anbetung etwas ist, was uns positiv verändert. Lass uns gemeinsam ins Alte Testament gehen, in 2. Chronik 20, Kapitel 20, Vers 20 bis 21. Ich lese uns vor. Früh am nächsten Morgen machten die Herren von Juda sich auf den Weg zur Wüste Tekoa. Beim Aufbruch trat König Josaphat vor sich hin und rief: Hört, ihr Männer von Jerusalem und Juda, vertraut auf Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr standhalten können. Glaubt, was seine Propheten euch gesagt haben, und ihr werdet als Sieger zurückkehren. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In festen Gewändern sollen sie von den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit Liedern. Habt ihr es gefunden? Die Stelle, Alten Testament, 2. Chroniker. Was geht hier eigentlich vor? Ein König von Israel und Juda, König Josaphat, hat ein großes Problem. Er wurde von 4 Königen angegriffen mit großer Gewalt, Streitmächten. Als einzelner König ist es verständlich, dass man Angst bekommt, und in seinem Fall fragt er Gott: Was soll ich tun? Er berät sich mit seinen Ältesten und empfängt von Gott eine Weisung. Er empfängt von Gott die Weisung, an der ersten Front vom Militär Lobpreise aufzustellen. Eine interessante Strategie, wenn Krieg ist und sich die Fronten gegenüberstellen, sind doch wohl die Musiker die Letzten, die ganz vorne stehen. Was ist das für eine Strategie, Gott? Ich kenne mich nicht aus. Aber wisst ihr, Josaphat gehorchte der Anweisung Gottes und tat es. Wisst ihr, wie diese Geschichte ausgeht? Gott griff ein und schenkte eine Verwirrung unter den Feinden. Die Musiker machten Musik, sie beteten Gott an, sie dachten sich, hoffentlich schießen die Feinde keine Pfeile, sie beteten Gott an.
ஆண்டவர் வந்து எல்லா சபையும் மீட்டு விட்டார். Und dann griff Gott ein. Die Feinde von Josaphat bekriegten sich gegenseitig. Gott legte einen Hinterhalt bei den Feinden. Stell dir vor, das Volk Israel steht hier und schaut mit offenem Mund zu, was Gott macht. Die Israeliten mussten kein einziges Speer und Pfeil schießen gegen die Feinde. Weil sie sich entschieden, in den schwierigsten, dunkelsten Stunden Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten, wirkte Gott für sie. Anbetung Gottes hat ausgelöst, dass Gott die Feinde vernichtet hat und die Israeliten keinen einzigen Fuß gegen die Feinde gehen mussten. Oder auch im Neuen Testament sehen wir das gleiche Wirken von Gott. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, dass Paulus und Silas im Gefängnis waren. Wenn du mit Huten und Peitschen geschlagen wirst, dann ist er nicht zum Anbeten zu urteilen. Dann hast du offene Wunden und liegst im Kerker und wünschst dir, dass irgendwie Gott Veränderung schenkt, aber schnell. In dem Gefängnis, was machen Paulus und Silas? Sie begannen Gott anzubeten. Und höchstwahrscheinlich waren sie keine Profimusiker, die mal die höchste Skala erreichen mussten, Gott anzubeten, sondern sie beten Gott an, mit ihren Stimmen. Und Gott schickte ein Erdbeben. Es wackelte. Die Türen sprangen aus dem Hüls heraus. Und Paulus und Silas haben frei, das Evangelium weiter zu verkündigen. Das heißt, der dritte Punkt. Wenn wir uns entscheiden, Gott anzubeten, ihm dankbar zu sein, ihm die Ehre zu geben, ist, dass Gott für uns eingreift und uns in schlechten Umständen. Das ist eine Glaubensentscheidung. Gott wirkt für uns, wenn wir ihm die Ehre geben. Der vierte Punkt. Lesen wir in Apostelgeschichte 2, Abvers 46. Dort lesen wir, Tag für Tag kamen die Gläubigen in Einheit im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs jeden Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Apostelgeschichte, Neues Testament, ein interessantes Kennzeichen. Als Jesus gestorben und auferstanden ist, hat es geistlich ein Erdbeben, gab es ihm in Jerusalem. Und
die feigen Jünger wie Petrus und Johannes, alle die weggelaufen sind, als Jesus am Kreuz hing, wurden total verändert. Petrus, Johannes, Apia, aber der Fanen, sie sind ja der Heilige Geist erfüllte sie zu Pfingsten und Petrus hatte seine erste Predigt vor Tausenden von Menschen von der großen Not. Und die Menschen waren so berührt von der Predigt von Petrus, dass gerade 3.000, 5.000 Leute zu glauben kamen an Jesus Christus. Aber an der Rettung der Apfel, was man da gut hat, man muss mal an der Akkurat an der Rede wurde, an der Akkurat. Sie waren so von Gottes Gegenwart erfüllt, dass ein Kennzeichen war, dass sie viel Gott lobten und dankten. Also, und wenn man den Mund hat, Danksagung, Lobpreis und Anbetung ist etwas, was ein Jünger Jesu begleitet. Und ein Kennzeichen von der Erweckung ist, dass viel angebetet, gelobt und gepriesen wird und auf Gott gewartet wird. Lass uns zusammenfassen, was Anbetung für uns bedeutet. Gott lädt uns ein, ihn anzubeten, damit wir ein erneutes Denken haben dürfen und dadurch eine Ausstrahlung und Gesundheit im Leben haben dürfen. Gott lehnt ihn anzubeten, dass er von den Lügen der Götzen umkehren und seine Gnadenkraft erfahren können. Götzen bin immer Bedingungen. Du musst das machen, damit du irgendwas bekommst. Aber der Jahre, der wahre Schöpfer Gott, gibt umsonst seine Gegenwart, seine Kraft fürs Leben. Der dritte Punkt. Wenn wir Gott anbeten, dann dürfen wir sein Eingreifen in den schwierigen Lebensumständen erwarten. Vielleicht anders als ich erwarte, aber Gott steht zu seinem Wort. Und der vierte Punkt ist, wenn wir uns entscheiden, Gott im Leben anzubeten, dankbar zu sein, werden wir neu erweckt, wir werden neu erfüllt im Heiligen Geist. Gott möchte uns Kraft schenken, aber aus seiner Anbetung, aus dem Lobpreis zu ihm, dürfen wir das schöpfen. Ein Tipp am Schluss. Nimm doch für den Alltag ein CD-Player mit Lobpreismusik Gottes oder eine MP3-Player und achte den Alltag darauf auf kleine Pause. Lernt es praktisch kennen, Gott im Alltag, Gott anzubeten. 5 Minuten, 10 Minuten Pause, dass Gottes Gegenwart euch erfüllt und ihr verändert werdet. Zum Abschluss möchte ich noch beten.
Vater im Himmel, danke, dass du gut bist. Danke, Vater im Himmel, dass du uns begegnen möchtest, dass du ein Interesse hast, uns persönlich begegnen möchtest.